Hi Freunde, jo, Slytherin Boy 82 wieder am Start. Ja, sehr lange nicht gemeldet. Ich hatte Prüfungsstress. Ich habe jetzt den Schwarzgurt gemacht und ja, wie sieht denn meine Frise wieder aus? Hab leider auch schlechte Neuigkeiten. Der Ben ist leider am 3. Juli verstorben. Und es gibt zwei gute Nachrichten. Ich habe mir dann am 9. Juli direkt ein neues Meerschweinchen geholt, und zwar den kleinen Chewie. Also alle Star Wars-Fans denken sich nur, okay, Chewie kann nur Chewbacca sein. Genau, er ist klein, niedlich und süß. Der war gestern auch bei der Tierärztin wegen der Kastration, muss leider gemacht werden, weil er angefangen hat, Kira anzubrumseln. Und ja, Kira ging es am Anfang auch ziemlich scheiße. Die hat nicht gequiekt und so, aber seitdem der Kurze da ist, ausgewechselt. Zweite Neuigkeit. Ich bin dieses Jahr beim Elmwald-Festival endlich wieder dabei. Ich habe alles gebucht, Tickets und so. Und auf jeden Fall freue ich mich, endlich wieder dabei zu sein. Ja, und dann wollen wir mal gucken. Ihr wollt bestimmt unseren kleinen Neuling kennenlernen. Du kleiner Wutz. Chewie! Komm mal her. Chewie! Ja. Hallo, Kira. Der Kleine versteckt sich gerade. Chewie, du bist jetzt ein Internetstar. Bedeutet, du kommst auch öfters mal ins Internet. Du kleiner süßer Mann. So. Schaut ihn euch an. Ist das nicht ein kleiner Süßer? Das ist der kleine Chewie. Chewie, guck mal. Sag mal Hallo zu YouTube. Ja, Chewie ist immer noch ein bisschen schüchtern, aber er lässt sich gerne auf die Hand nehmen. Er hat auch alles gut überstanden. Kleiner, ich lasse dich jetzt mal wieder in Ruhe. Genau. Wo ist denn eigentlich Kira? Ja, ist ja gut. Ich lasse dich doch jetzt in Ruhe. Meine Güte. Wo ist denn Kira? Chewie, kannst du mal Kira rausholen? Kira, Kira, deine Fans wollen was von dir. Nee, sie will nicht. Wie gesagt, Elmwald steht und ja. Chewie ist jetzt unser Neuling. Ist seit Dienstag 5 Wochen alt und seit Dienstag eine Woche bei mir. Und ja, ihm geht's super gut. Er popcornt sehr, sehr viel. Also er springt manchmal wie ein Flummi. Da denke ich mir nur, warum habe ich ihn nicht Flummi genannt? Naja, wie gesagt, das war's von mir. Ihr wisst jetzt Bescheid. Und ja, bis denn. Und ich werde versuchen, mehr zu machen. Vielleicht mal ein paar Fotos oder Videos, keine Ahnung, vom Elmwald Festival. Mal schauen. Sayonara.